Hi, willkommen zu einer neuen Folge Bloodborne. Heute geht's ins unterirdische Gefängnis Yahagul. Es ist etwas anders als letztes Mal. Ich will hier durch, ohne euch an der Backe zu haben. Weil diese ganzen Gegner werden wieder neu aufstehen. Man hört vielleicht diese Glocke schon. Es gibt in Yahagul Beschwörer. Und solange die am Leben sind, werden die Mobs, die wir hier sehen, immer wieder wiederbelebt. Deswegen müssen wir immer den Beschwörer zuerst umhauen, damit das nicht passiert. So, jetzt haben wir auch Ruhe und können hier alles umhauen. Dann kriegen wir auch Blutechos von denen. Weil solange der Beschwörer am Leben ist und wir die immer wieder umhauen, funktioniert das nicht. Sonst wäre das eigentlich eine ganz coole Farming-Stelle, auch wenn die nicht viel bringen. Aber es sind auch nur diese normalen Gegner, die man von Anfang an kennt. Die sind jetzt bloß ein bisschen stärker. Oh, da müssen wir aufpassen. Da ist ein Amidala-Vieh. So. Und jetzt können wir uns in Ruhe umsehen. Oh, es gibt hier Blutsteinbrocken zu finden. Das freut mich. Das heißt, ja, 5 Stück müssen wir finden. Dann können wir unsere Waffe aufwerten. Ah, das ist so ein schießwütiger Opa. Und da ist noch einer. So, das hier ist, glaube ich, für später ein Shortcut. Oder? Der funktioniert auch nicht, ne? Nö. Genau. Da kann man später eine Abkürzung freischalten. Das ist übrigens der Fahrstuhl, der in... Als wir schon mal in Yahagul waren. Oh, Yahagul Eisenhelm finden wir. Haben wir ja einen Fahrstuhl gefunden, den man nicht benutzen konnte. Der ist das. Der führt uns dann dahin, wo wir schon mal waren. Aber wir müssen noch ein bisschen durchs Gebiet hier durch, bis wir in diesem Bereich wiederkommen. Das hier kennen wir ja noch nicht. So, die Tür kann ich öffnen, ne? Ja. Man sieht ja auch, was mit den Bewohnern von Yahagul passiert ist. Die sind alle irgendwie tot. Und stattdessen sind hier andere Wesen. Blitz. Okay. Das Menzies-Ritual muss aufgehalten werden, sonst werden wir alle zu Bestien. Ja, das Ritual ist schon in vollem Gange. Das Menzies-Ritual ist das mit dem schreienden Kind. So, die Tür ging, glaube ich, nicht auf, ne? Ne. Die muss man spät gleich aufmachen. Hier hängt wieder ein Beschwörer rum. Aber euch muss ich trotzdem Feuer platt machen. Vor allem den Dicken hier. Der nervt nämlich. Wenn ich den jetzt nicht töte. Ich glaube, der Dicke ist auch nicht an den Beschwörer gekoppelt. Hier müsste irgendwo eine Tür sein. Nö, hier ist sie nicht. Wo ist die Tür? Da kann ich was einsammeln. Erbe habe ich gerade keine Zeit für mir anzugucken. Da ist die Tür. Es ist ein bisschen dunkel. Ich sollte vielleicht meine Lampe aufnehmen. Hallo? So, und irgendwo tut hier eine Glockentante rumlaufen. Oder? Da ist sie. What the hell? Wie viel Schaden hat das bitte gemacht?
So, jetzt können wir die Tür von vorne aufmachen. Und jetzt habe ich auf den Schnellmenü drauf. Mach mal bitte die Laterne an, hier ist es ein bisschen dunkel. Dass ich ein bisschen mehr hier sehe. Rasendes Kaltblut. Ein Seelencontainer. So, und hier geht's jetzt weiter, ne? Gibt's da noch was zum Einsammeln? Nicht, dass ich vorbeilaufe. Ne, da war ich eben schon. Da habe ich schon eingesammelt. So. Und jetzt wird's ein bisschen fies. Wir haben hier einen Beschwörer, der nicht so wirklich auf den Hauptweg ist. Der ist versteckt. Und zwar kann man. Hier ist eine Lücke im Zaun. Kann man hier runter? Ja. So, hauen wir schnell den Beschwörer um. Ich finde, das ist sehr, sehr fies gemacht. Weil wenn man hier nicht runterspringt, also die ganzen Mobs hier, die tauchen immer wieder auf und du weißt nicht, wo der Beschwörer ist. Das ist sehr, sehr fies gemacht. So. Haben wir hier oben sonst noch was? Ja, da unten bewacht einer eine Kiste. Der wird übrigens immer wieder dann aufgetaucht, was ein bisschen nervig ist. Aber wir wollen hier unten rein. Da ist ein sehr, sehr wichtiges Item. Und zwar Schlüssel zur oberen Kathedrale. Das ist ein Kathedralbezirk. Da war oben eine verschlossene Tür. Das tut uns den Weg zu einem Nebengebiet freischalten. Das wir auf jeden Fall noch machen wollen. So, der Riese ist weg. Aha, da ist noch einer. Man hat ihn gehört. Ah, das ist ein Bekloppter. So, weg mit dir. Was haben wir denn hier? Winziger Tonitus. Das ist eine Waffe. Das ist sowas Ähnliches, was wir schon mal gefunden haben. Hä? Ich dachte, das ist eine Waffe. Ist es nicht, oder was? Tonikos ist halt eine Waffe, die wir schon mal gefunden haben. Schlage in den Boden, um blaue Funken zu erzeugen. Tonitus ist eine einzigartige Waffe von Archibald, dem berüchtigten Exzentriker der Werkstatt der Heilenden Kirche. Sie ähnelt einer Morgensternkeule, die Quecksilberkugeln nutzt, wenn man sie in den Boden rammt. Werden die blauen Funken hervorgebracht, die angeblich dunkle Bestien umgeben. Wie Achernes Meister wird leitet auch die mächtigen blauen Funken vorzüglich. Okay. Ist anscheinend keine Waffe. Dann. Naja. Ich habe alles, was ich brauche. So, und dann kommen wir hier jetzt wieder raus. Und sind auch gleich schon wieder an Ort und Stelle, wo wir runtergejumpt sind. Normalerweise sind hier doch drei Damen. Die sind komischerweise irgendwie weg. Also normalerweise sterben die nicht, wenn ich einen Beschwörer kille, sondern werden nur tötbar. Habe ich Steine noch ausgerüstet? Ich habe vor diesem Let's Play diese Dinger nie benutzt, ne? Und mittlerweile benutze ich sie ab und zu. Das hat eigentlich gar nichts gebracht, weil jetzt trotzdem alle das mitbekommen haben. Da sind noch welche. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist eine Amidala, die Laserstrahlen schießt. Hier oben sind wir einigermaßen sicher. Da ist noch eine, die Feuerkugeln wirft.
Die halten zum Glück nicht so viel aus. So, gibt die Amidala ihre Ruhe. Nächster Blutsteinbrocken, sehr schön. Drei Stück noch. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Aufgrund des Bosskampfes. Sag mal. Der hat mich trotzdem erwischt. Ich stand da eigentlich nicht so wirklich drin. So, ist ein bisschen nervige Stelle hier. Aber jetzt bin ich sicher. Und jetzt haben wir auch die Laterne, was sehr wichtig ist. Jetzt sind wir auch an einem etwas bekannten Ort. Vielleicht kommt ein das da unten bekannt vor. Da waren wir nämlich schon mal. Wir sind jetzt auf einer höheren Ebene quasi. So, jetzt kann ich noch mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Die Laterne haben wir, das ist schon mal das Wichtigste. Und dann sind wir gleich schon in dem bekannten Teil von Yhaghoul. Aber wir haben noch eine sehr, sehr knifflige Stelle vor uns. So, erstmal gehen wir hier hoch, machen den Schützen weg. So, da haben wir Hunde, die machen wir auch gleich weg. Die sind ein bisschen nervig, auch wenn die neu beschworen werden. Ah, ich brauche zwei hin. So, und hier, genau, da in der Ecke ist sie. So, weg. Der hat mich trotzdem erwischt, okay. Ja, Blutfunion, das kann ich gleich sehr gut gebrauchen. Wie gesagt, wir haben eine sehr nervige Stelle, wo ich auch ein bisschen tricksen werde, weil sonst wird das zu gefährlich. So, hier haben wir noch einen, der ein bisschen einen auf den falschen Fuß erwischen kann. Oh, das kann ich sehr gut gebrauchen. Die liegt hier auch nicht ohne Grund. So. Wir kommen nämlich wieder in bekannte Bereiche. Und ja, die Laterne ist zerstört. Albtraumhafte Rituale sehen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und beende sein grauenvolles Weinen. So, die ganzen Abkürzungen sind aber offen, die man beim ersten Besuch in Yhaghoul freigeschaltet hat, was sehr cool ist. So kann man nämlich diese Stelle hier umgehen, weil wir haben eins. Wo sind die anderen? Zwei. Und irgendwo ist noch ein dritter. Wir haben drei Jäger hier. Und ich mache das immer so. Ich pull die und laufe weg. Kommen alle gleichzeitig? Ja. Und ich laufe bis zur Laterne zurück, weil dann drehen die Jungs um. Weil drei auf einmal ist halt definitiv too much. Zwei auf einmal sind schon zu viel. Na, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr? Wo sind sie? Da kommen sie. So, jetzt warte ich, bis die anderen umdrehen. Weil rein kommen die hier. Oh, jetzt ist er hier drin, aber das ist egal. Der andere darf nur nicht reinkommen. Meine Ausdauer ist alle. Müssen wir ein bisschen aufladen. Ja, mit deiner Peitsche machst du nicht viel. Deine Blitzmagie und deine Schusswaffe ist gefährlicher.
So, das war Nummer 1. Ist ein Jäger, das heißt, bei einmaligem Ableben bleibt er auch tot. So, ist der andere noch da oder hat er sich schon verzogen? Ne, der ist noch da. So, jetzt kommt er rein. Und der dritte hat sich verzogen anscheinend. Sehr schön. So, der ist ein bisschen flinker. Und macht auch Aua. Kann ich das punishen? Ja. Ach schade, ich habe gedacht, der stürmt auf mich zu. Ah, schade. Ich greife mal. Ja, er bewegt sich die ganze Zeit. So, ich muss eigentlich warten, bis er angreift und dann kann ich ihn bestrafen. So, Nummer 2 down. Der gibt mir sogar eine Rune. Was gibt der mir denn? Klauenspur war das. Eingeweihte Angriffe plus 10%. Ja, okay. Wenn ich eine andere Waffe als Ludwigs Heilige Klinge hätte, wäre das was Gutes. So, der andere ist, glaube ich, bis nach hinten wieder zurückgelaufen. Oder ist erst gar nicht mitgekommen. Normalerweise kommen so alle drei mit. Aber irgendwann verlieren sie ihr Interesse. Deswegen bin ich nicht die ganze Zeit durchgelaufen, sondern habe ein bisschen abgestoppt. Ich war mal ein bisschen zu langsam, weil normalerweise möchte ich immer, dass die abhauen dann. Also, dass die dann irgendwann umdrehen und dass ich dann in den Rücken angreifen kann. So, genau, er steht da hinten nämlich. Er ist ein bisschen nervig. Er ist der Schlimmste von den dreien. Weil er hat eine dicke Knarre und er hat einen Speer. Deswegen werde ich das hier mit Stoßangriffen probieren. Weil er hat auch Reichweite, deswegen möchte ich nicht normal angreifen. Und auf diese Kanone muss man halt aufpassen. Arsch. Scheiße. Das tut weh. Komm, das hat am Anfang doch so gut funktioniert. So, jetzt hat er wieder einhändig. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wieder. Ich sollte die Waffe vielleicht nicht volle Pulle aufladen. Dann mache ich zwar weniger Schaden, aber ich treffe ihn halt safe. Ja, normalen Angriff brauche ich nicht probieren. Dafür ist seine Reichweite zu groß. Das war ein Treffer von mir. Verarsche ich mich alleine. Komm, 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 komm her. Ja, Kanone wegstecken, das gefällt mir schon mal. So, und jetzt in die ewigen Jagdgründe mit dir. Was gibst du mir? Quecksilberkugeln, super. Okay. Dann gehen wir erstmal nach ganz unten. Das kennen wir jetzt ja schon. Hier haben wir die Nonne geholt. So, und wir kriegen ein kleines Upgrade der Wölfe. Die sind ein bisschen verfault jetzt mittlerweile. Und halten wesentlich mehr aus. So, ich bin gespannt, wie lange meine Fillionen reichen. Aber wir tun hier viele Sackgassen abhaken, deswegen ist das nicht so schlimm. Dann können wir einmal zur Laterne zurückgehen. Jetzt ist es auch nicht mehr so gefährlich, hier hinzukommen, weil die drei Jäger weg sind. Man muss nur die Beschwörerstelle am Anfang nach der Laterne nochmal machen, was ein bisschen nerven kann.
Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Decke ihre Geheimnisse auf. Okay. Es wäre auch cool, wenn ich mal hier so ein paar Blutvögel noch finden könnte. Ich meine, hier muss irgendwo noch einer von den Wölfen sein. Hier, man sieht hier schon, was passiert ist. Die Sackmänner wurden alle umgelegt. Also, ja, alle Insassen. Oh, zwei Blutbrocken. Sehr schön. Einer fehlt noch. Dann können wir den Damage erhöhen unserer Waffe, was wichtig wäre. Weil hier ein paar Gegner sind, die ein bisschen mehr aushalten. Die Wölfe zum Beispiel. Okay, dann hätten wir die erste Sackgasse abgehakt. Dann gehen wir noch den Weg ab, wo Pearl oder Pearl war. Also der Boss, der mich zerstört hat. Ah, hier ist der nächste von denen. Ja, der hat halt ein bisschen mehr Lebensenergie. So, die normalen Gegner, die kannst du einfach mit einer Combo umlegen, aber passt tatsächlich durch die Tür durch. Aber diese Wölfe, da muss man mal zwischenzeitlich weggehen, um seine Ausdauer zu erholen. Und deswegen können die, obwohl man Lupis heilige Klinge hat, gefährlich für einen werden. Man muss ein bisschen sein Ausdauermanagement aufpassen, dass man das nicht verkackt. So, die Tür ist auch auf. Aber nach draußen wollen wir gar nicht. Ich will einfach hier gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Das ist die andere Tür. Die Sackmänner sind nicht da. Die wurden halt alle umgelegt. Da ist einer. Gibt der einen Blutbrocken? Jawohl, Leute! Und ich glaube, hier draußen, wo Pal. Ah, Scheiße, komme ich nicht zurück. Egal, dann benutze ich die Laterne so oder so. Ja, ist klar, dass man nicht zurückgehen kann, weil die Laterne in Yharghul ist ja kaputt und die Laterne ist noch intakt. Okay, dann gehen wir zurück in den Traum. So, als allererstes investieren wir unsere Blutbrocken. Zehn mehr Damage. Leider die Skalierung nicht. Ja, das kommt zum Schluss, glaube ich, erst. Jetzt brauchen wir 8 und ich habe einen, das heißt 7 Stück noch. Habe ich irgendwas Tolles gefunden, was meinen Angriff hoch macht? Ja, nur für stumpfe Waffen, ne? Ja, okay. Dann. Hä? Wo ist sie hin? Machen wir zwei Level-Ups, bevor wir zurückgehen. Willkommen daheim, was für. Nun gut, lasst mich. Eins da, eins da. Oder? Bringt das mehr? Nein. Oh, den habe ich eben gar nicht gesehen. Bleibst du stehen? Der kippt sogar Brocken. So, machen wir hier mal wieder alles platt. Der Beschwörer muss logischerweise weg. Ich nutze das mal aus, dass die ein bisschen. Also wenn in dem Moment, wo man den Beschwörer umhaut, sind die halt ein bisschen verwirrt. So, dich habe ich nicht vergessen. Ah, das merkt man schon, das Level Up.
Eben haben die mit einem 40er überlebt noch. So, habe ich das schon gelesen? Albtraumfrisur. Ja, das habe ich schon gelesen. Okay, die drei Jäger sind halt weg. So, und jetzt sehen wir einen Gegner, der super gefährlich hier ist. Okay, drei Hiebe und der ist weg. Das ist schon mal gut. Das sah jetzt sehr, sehr einfach auf. Dieses Vieh ist super, super gefährlich. Vor allem, wenn es nicht alleine ist. Aber das werden wir noch hier antreffen. Öfters. Das ist, ich sag mal dazu, Kartoffelkiste. Das ist so eine Kartoffelkiste und da sind lauter Schädel drin. Oder das Vieh besteht aus lauter Schädeln. So, hier ist die eine Tür, die offen war. Aber sonst ist hier nichts. Ja, ich habe die ganzen Items halt aufgegabelt. Als ich das erste Mal in Jagul ist. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob diese Items liegen bleiben. Ich gehe davon aus, weil hier dann nichts mehr ist. Und hier unten kam ja dann irgendwann eine verschlossene Tür. Da geht's dann weiter. Sie ahnen einen Bleiblut-Himmel. Ja. Da sollte man nicht reinlaufen. Das tut Aua. So, du hast auf mich geschossen. So, da hinten ist schon eine recht unfaire Stelle. Das sind drei dieser Kartoffelkisten. Und hier ist irgendwo ein Beschwörer. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Da ist er. Also, das Beschwörer-Thema sind wir noch nicht los. Da ist einer und ich glaube, irgendwo ist noch einer in diesem Gebiet. Wir aktivieren aber erstmal den Fahrstuhl hier. Das ist halt der Shortcut. An Anfang von Dorf Jahagul. Ne? Man kennt es noch. So, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und wie man es kennt vom Bloodborne, zack, ein versteckter Gang. Oh, anscheinend ist der Typ mit runtergeflogen. So, diesen versteckten Gang. Da ist auch der andere Beschwörer noch in diesem Gebiet irgendwo. Den werden wir dann in der nächsten Folge suchen, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.